Der Bielefeld-Toledo-Prozess legt als Zielgebiet unter anderem den mediterranen europäisch-afrikanischen Grenzraum fest. Kapitel 8 des Prozesses sieht für diese sogenannte offene Südflanke der Europäischen Union weiterführende Initiativen in den Politikfeldern Humanes und Tourismus, Europas Identität sowie seelische Erweiterung vor. Aus vorbereitenden Überlegungen zu diesen Maßnahmen ging die interdisziplinäre Expertengruppe für explorative Grenzarbeiten EIROS, European Identity Research on the Other Side, hervor, welche sich die feinsensorische Sondierung und Kartierung der Zielgebiete zur Aufgabe stellt. Im März 2003 entsandte EIROS ein mit flexiblen Instrumenten ausgestattetes Beobachtungsteam in die spanisch-marokkanische Küstenregion. Dessen Forschungsdesign entsprach den strikten methodischen Vorgaben der Kommission für europäische Identitätsbildung. Die Datensammlung konzentrierte sich auf die Oberflächenstrukturen menschlicher Existenz und erfolgte an zwei exakt gegenüberliegenden Punkten auf der europäischen und nordafrikanischen Mittelmeerküste. Ausgewählt wurden die Städte Almuñeca auf spanischer und Al-Hoceima auf marokkanischer Seite. Die optisch-psychischen Datenreihen der Sondierungsgruppe wurden an die Wissenszentren in Karlsruhe, Brügge und Malaga weitergeleitet. Im Bemühen um totale Transparenz und europäische Beteiligung werden diese nun auszugsweise zugänglich gemacht. Unser Aufenthalt in der andalusischen Küstenstadt Almuñécar fällt auf einen günstigen Zeitpunkt. Die Vorsaison bietet beste Bedingungen zur ungestörten Durchführung unserer Messungen und Beobachtungen. Die Bevölkerungsdichte ist gering, die Anlagen stehen leer. Erfreulich ist die reichhaltige Schichtung junger baulicher Strukturen. Bereits beim ersten Augenschein können wir an den zahllosen Neubauten römische, maurische und funktionalistische Stilanleihen unterscheiden. Zitate aus der 3500-jährigen Baugeschichte Almuñécars, in der phönizische, lateinische, arabische und spanisch-kastilische Epochen aufeinander folgen. Bevor wir uns aber dem interessanten Architekturkonglomerat zuwenden, folgen wir dem Drängen unseres spanischen Mitarbeiters auf möglichst umgehende Durchführung der geplanten Exkursion in die landwirtschaftlichen Nutzgebiete entlang der Küste. Ratsam sei dies nach Ansicht des spanischen Mitarbeiters aufgrund des für die nächsten Tage vorhergesagten Schlechtwetters. De Maturana no es la de un científico normal, o sea, sino que su espíritu es el disfrute a través del conocimiento. De alguna manera él quiere construir este sistema para su propia satisfacción de conocer el mundo, no con un objetivo de conseguir algo.
y era más parte desde el principio de que la teleología no es necesaria y que es incluso perniciosa. Entonces, para mí, Leonardo da Vinci es también, todas sus maquetas de los inventos que hace están hechas en mazapán, que luego la gente se las comía, y muchos de los inventos no se conocen porque se comieron las maquetas. Y hizo una maqueta de un palacio a tamaño natural que se podía uno entrar, que fue un desastre porque fueron todas las ratas de la zona, no sé si fue en Venecia o Cerega, de dónde fue, y tuvieron que llegar el ejército allí porque se formó un ejército de ratas comiendo aquello, que casi tuvieron que salir corriendo los invitados y de todo. Entonces, todas las máquinas de Leonardo da Vinci son un desastre en el fondo. O sea, ahora se le trata como un genio, pero en aquella época, cuando hizo un restaurante con un amigo suyo, tuvieron que salir corriendo porque les querían pegar, les querían matar, por cuando el plato que les daba era un plato como de nouvelle cuisine, que ponía un rabanito cortado con una hoja de no sé, de menta y no sé qué, pues a la gente dice, ¿qué es esto? O sea, tenemos comida. O cuando inventa una máquina para cortar nabos que se carga a dos de los operarios y que luego fue utilizada para la guerra. O sea, algunas de sus máquinas, que parece que son máquinas de guerra, eran máquinas para hacer cosas prácticas, para la cocina. Y estuve hablando sobre el problema que tienes con las tesis, sobre todo porque tienes que hacer unas conclusiones y como un resultado. Y dices, pero bueno, ¿qué clase de resultado voy a hacer con una tesis de este tipo? Que es un set, que no es un A más B igual a C, por lo tanto, C es un perro. No llegas a ninguna conclusión. Der spanische Mitarbeiter artikuliert lebhaftes Interesse an unserem Untersuchungsfeld. Kooperativ bleibt er auch nach unserer Aufforderung, mögliche Beeinträchtigungen des Messvorgangs durch allzu intensive Beteiligung hintanzuhalten. Womit sich unsere Aufmerksamkeit den landwirtschaftlich genutzten Oberflächenstrukturen zuwenden kann. Eindrucksvolle Anhäufungen von Gewächshausanlagen, welche über hunderte Kilometer jeden freien Flecken bebaubaren Bodens entlang der Küste bedecken. In ihrer außerordentlichen und ständig zunehmenden Ausbreitung nehmen diese Produktionsanlagen für Obst und Gemüse eine Spitzenstellung in Europas Landwirtschaft ein. Der komparative Vorteil dieser gegenüber anderen europäischen Regionen intensiven Landbaus ergibt sich aus der hohen Sonneneinstrahlung über die Wintermonate. Im warmen Inneren der lichtdurchlässigen Kunststoffzelte reifen hier bis zu 3 Ernten pro Jahr heran, die erste davon bereits im Februar. Die Mitte der 80er Jahre einsetzende industrielle Ausdehnung des Obst- und Gemüseanbaus erfolgte mit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft und der damit verbundenen Erschließung der mächtigen nordeuropäischen Absatzmärkte. Sie zog eine rasante Wohlstandssteigerung der einst armen Region sowie die Ausweitung des Marktes für Arbeitskräfte im Niedriglohnbereich nach sich.
Schließlich führt uns die Exkursion nach El Ejido, dem Verwaltungs- und Finanzzentrum des industriellen Landbaus, dem die Stadt auch ihr beispielloses Wachstum verdankt. Inmitten einer von Gewächshäusern bedeckten Ebene nimmt sich die rasterförmig angelegte Siedlung modern und wohlhabend aus. Bemerkenswert war das Echo, das El Ejido im Februar 2000 in den internationalen Medien erlangte. Nachdem ein marokkanischer Einwanderer eine junge Frau getötet hatte, kam es zu tagelangen gewalttätigen Übergriffen gegen Nordafrikaner, deren Kontrolle sogar den Einsatz von Armeekräften erforderlich machte. In diesem Zusammenhang ist die besondere Bevölkerungszusammensetzung El Ejidos zu beachten. Auch sie hat ihre Ursachen im agrarischen Wirtschaftswunder der andalusischen Küstenregion. Die von der Gemüseindustrie geschaffene hohe Nachfrage nach Billigarbeitskräften bedingte hohe Zuwanderungsraten, besonders aus dem Maghreb. Gepaart mit dem ökonomischen Aufstieg einheimischer Bevölkerungsschichten dürfte dies erhebliche soziale Spannungen hervorgebracht haben. Wieder in Almuñécar wenden wir uns der reichhaltigen Schichtung lokaler baulicher Strukturen zu. Als ausgesprochenes Phänomen darf gelten, dass sich diese erst während der letzten 4 Jahrzehnte ausgebildet hat. In dieser knappen Zeitspanne ist die Stadt über ihre vormals engen Grenzen getreten und zu einer jeden Flecken küstennahen Bodens nutzenden Agglomeration ausgewachsen. Die Anfänge dieses exponentiellen Flächenwachstums reichen in die letzte Dekade der Franco-Diktatur zurück. Seit damals brachte der stetig anschwellende Touristenzustrom eine rasche Dynamisierung des Bausektors mit sich. Erste Bauwellen konzentrierten sich auf die stadt- und strandnahen Bereiche, deren Bild sie durch mehrstöckige Hotel- und Apartmentkomplexe formten. Nachfolgende Verbauungen verlagerten sich auf das Stadtumfeld, dessen Erschließung bis heute unter maximaler Ausnutzung gegebener Möglichkeiten vorangetrieben wird. Als jüngste Erscheinung dieses Ausweitungsprozesses beobachten wir die rasche Entstehung ausgedehnter Satellitensiedlungen, sogenannte Urbanizaciones. Mittlerweile ist der gesamte Küstenstreifen von einem Geflecht solcher luxuriösen Garten- und Villenstädte überzogen. Die Demografie der Streusiedlungen folgt einer spezifischen jahreszeitlichen Schwankung. In den Sommermonaten voll belegt, bieten sie den Rest des Jahres über ein Bild weitläufiger Geisterstädte. Nur das eine oder andere Gebäude steht in dieser Zeit in Nutzung, zumeist durch ältere Personen nordeuropäischer Herkunft, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden im milden Klima der Costa del Sol ihren Lebensabend genießen. Bedauerlich sind die zahlreichen Baumängel infolge rascher, billiger Errichtung. Wohnhausanlagen und küstennahe Straßen fallen nach wenigen Jahren der Erosion zum Opfer,
Einst in hoher Dichte auftretende spirituelle Kraftfelder werden verschüttet und kontaminiert. Siedlungen sehen sich nach ihrer Fertigstellung ohne Anbindung an Hauptrouten und Versorgungseinrichtungen. Für Beunruhigung sorgt ferner eine neue, in den 90er Jahren einsetzende Entwicklung. Aufgrund rückläufiger Nächtigungszahlen bleiben Ferieneinrichtungen selbst in der Hauptsaison unausgelastet. Gleichzeitig aber hält die Intensität der Bautätigkeit an. Die Lokalpolitik fährt mit der Umwidmung und Vergabe immer neuer Baugründe fort. Die Bauwirtschaft mit Akquisition und Umsetzung immer neuer Großprojekte. Doch trotz dieser Entkoppelung von touristischer Nachfrage und bauwirtschaftlicher Eigendynamik steht zu bezweifeln, ob staatliche Maßnahmen zur Beruhigung des Baubooms zielführend wären. Abgesehen von der natürlichen Beschränkung jeden politischen Handelns gegenüber der Eigenlogik von Grundstücksmärkten und Bauwirtschaft ist eine durchaus reale Chance auf die Regeneration der Steigerung touristischer Nachfrage gegeben. Man darf den lokalen Autoritäten in ihrer Einschätzung zustimmen, wonach die zukünftige Entwicklung des Tourismus von einem bislang nicht in Erscheinung getretenen Faktor entschieden werden wird, der Anbindung Almuñécars an das europäische Autobahnnetz. Denn diese ist Voraussetzung für die Aufnahme der Stadt in die Programme der großen deutschen Reiseveranstalter Neckermann und TUI. Bislang hauptsächlich Zielgebiet für Gäste aus Belgien, Großbritannien und Skandinavien, könnte Almuñécars somit auch für den deutschen Urlauber an Attraktivität gewinnen. Eine so bedingte Steigerung von Nächtigungszahlen könnte dabei helfen, gegenwärtige Überkapazitäten abzubauen. Bei unserer Ankunft im marokkanischen Zielgebiet empfängt uns der Informant im Café Étoile du Rif, einem zylindrischen, den Hauptplatz dominierenden Gebäude. Schon in der ersten Unterhaltung registrieren wir seinerseits ein gewisses Unbehagen. Dessen Ursache, so entnehmen wir dem Gespräch, liegt in seiner Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen städtebaulichen Entwicklung. Die alte Bausubstanz der Stadt aus den Tagen des spanischen Protektorats unterliege einem besorgniserregenden, rapiden Verfall. Die gegenwärtige Bautätigkeit folge keinerlei städteplanerischem Konzept. Der Wildwuchs unproportionierter Bauten begrabe die ursprüngliche Anlage Al-Hoseimas unter sich.
In den folgenden Tagen begleitet uns der Informant auf mehreren Rundgängen. Er weist darauf hin, dass sich hier noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum mehr als ein paar Fischerhütten befunden hätten. Erst 1926 war Al-Hoceima von den Spaniern als Garnisonsstadt gegründet worden. Den Hintergrund bildeten die strategischen Interessen der damaligen Protektoratsmacht. Nachdem die spanischen und französischen Einflusssphären in Marokko festgelegt und der Norden des Landes Spanien zugeteilt worden war, entwarf dieses einen strategischen Entwicklungsplan zur Befriedung und verkehrstechnischer Erschließung der Region. Lokaler Widerstand der als Berber bezeichneten Landeseinwohner kulminierte im sogenannten Riffkrieg. Möglicherweise bekannt ist der charismatische Anführer der aufständischen Bewegung Abd el-Krim, der, wie man hört, in der Region bis heute als Held verehrt wird. Erst 1926, nachdem dessen Widerstand gebrochen war, wurde mit dem Bau der Garnisonsstadt Al-Hoceima begonnen. 30 Jahre bis zur Unabhängigkeit des Landes blieb diese unter spanischer Herrschaft. Wir sind erfreut, einige aus der damaligen Zeit stammende Bauwerke zu entdecken. So ist etwa die katholische Mission erhalten, ebenso die Kaserne, die heute von der marokkanischen Armee genutzt wird. Wir entdecken sogar ein spanisches Colegio. Nach wie vor unter spanischer Direktion stehend, hat diese erfreulicherweise dessen Renovierung angeordnet. Auch die Straßenzüge verraten die junge Baugeschichte. Die breit angelegten, an eine lateinamerikanische Kolonialstadt erinnernden Straßen brachten auch den Vorteil von Übersichtlichkeit und Kontrollierbarkeit. Im Falle von Unruhen konnte so wirkungsvoll vorgegangen werden. An mehreren Hauswänden bemerken wir Zeichen, die wir keiner uns bekannten Schrift zuordnen können. Auffallend ist ein stets wiederkehrendes, manchmal auch für sich allein stehendes Symbol, das an eine aufrecht stehende, humanoide Gestalt erinnert. Das Zeichen steht für Amazir, erklärt der Informant. Mit Amazir bezeichnen die Berber sich selbst und ihre Sprache.
Gleichzeitig bildet es den Buchstaben Z ihres Alphabets. Offiziell ist dieses Alphabet nicht in Gebrauch, noch wird es an den Schulen gelehrt. Als Amts- und Schriftsprachen fungieren vielmehr Arabisch und Französisch. Und das, obwohl Amazigh die Muttersprache der einheimischen Bevölkerung ist. Seit einigen Jahren taucht das Zeichen immer häufiger im Straßenbild auf. Nach Meinung des Informanten leitet es sich vom Bild einer Eidechse ab, einem besonders zähen, widerstandsfähigen Tier. Wir stellen einen geringen Grad wirtschaftlicher Aktivität fest. Oft gewinnt man den Eindruck von Verlangsamung, ja Stillstand. Darauf angesprochen, weist der Informant auf den eklatanten Mangel an Erwerbsmöglichkeiten im Sekundär- und Tertiärsektor hin. Arbeit gibt es lediglich am Fischereihafen und im Kleingewerbe sowie in bescheidenem Maß im Staatsdienst. In der Hauptstadt nimmt man von der Grenzregion kaum Notiz. Vor Jahren gab es hier immerhin eine Fischfabrik. Durch die von der Zentralverwaltung verordnete hohe Steuerlast unrentabel geworden, musste diese jedoch den Betrieb einstellen. Unter solch ungünstigen Bedingungen überrascht nicht, dass gerade diese Region besonders viele Auswanderungswillige hervorbringt. Durch die Präsenz des spanischen Fernsehens hat man Europa ständig vor Augen. Auch bildet die Bucht von Al-Hoceima nicht nur einen idealen Ausgangspunkt für den regen Schmuggel mit Haschisch, sondern auch für die heimliche Migration nach Europa. Von hier aus, so heißt es, treten hunderte junge Leute Jahr für Jahr die gefahrvolle Überfahrt auf dem Schlauchboot an, um so unter Umgehung rechtlicher Kontrollen auf europäischen Boden zu gelangen. Diese spezielle Situation findet ihren Niederschlag auch in der Lebensplanung der jungen Generation. In ihr nimmt die Vorstellung, auszuwandern, einen zentralen Stellenwert ein. Erfolg in der Biografie eines Mannes ist, als gewinnbringend absolvierte Erwerbsphase in einem europäischen Land definiert. In der Fremde seine Tüchtigkeit unter Beweis stellen, danach mit Ersparnissen in die Heimat zurückkehren, um dort Wohnhaus und Automobil anzuschaffen und eine Familie zu gründen. Mit diesem Lebensziel trägt sich die überwiegende Mehrheit der hier lebenden jungen Männer. In den folgenden Tagen weiten wir unsere Erkundungen auf die nahe Peripherie aus. Dazu beziehen wir eine in traditioneller Lehmbauweise errichtete Hütte, von welcher aus wir vorzügliche Sicht auf das Mittelmeer genießen. Wir sind frappiert von der Simplizität der hiesigen Lebensweise. Die Bauten bestehen aus kaum mehr als zwei Räumen und sind allein aus natürlichen Materialien gefertigt. Die Vorstellung, dass in solch beengten Räumlichkeiten nicht selten zehnköpfige Familien wohnen, deutet auf ein überaus dichtes Sozialgefüge hin. Die über die Berge verstreuten Weiler sind durch ein Geflecht von Saumpfaden miteinander verbunden und werden erst nach und nach an die Stromversorgung angeschlossen. Trinkwasser muss täglich auf dem Fußweg von einer Quelle herangeschafft werden.
Gänzlich ohne moderne Hilfsmittel produziert man hier das Lebensnotwendige selbst. Spärliches Geldeinkommen stammt aus Verkäufen am Suk, dem Wochenmarkt in der Stadt. Eine Exkursion führt uns durch unwegsames Gelände zu einer der Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung, einem nahe der Küste gelegenen spirituellen Kraftzentrum oder sogenannten Marabu. Den Angaben des Informanten zufolge geht dieser aus der Behausung einer Einsiedlerin hervor, welche durch außerordentliche Gottgefälligkeit und Hingabe Heiligkeit erlangt und Spuren derselben in der Örtlichkeit hinterlassen haben soll. Messungen in und um den schlichten Kubus aus getünchtem Lehm ergeben tatsächlich erhöhte Kraftwerte. Auf eine erhöhte Aura deutet auch die Migräne hin, die sich bei uns nach dem Besuch der Stätte einstellte. Die Exkursion führt uns weiter zu einer alten Silbermine. Diese war von spanischen Unternehmen bis zur Unabhängigkeit Marokkos ausgebeutet worden. Wir bekommen ihre Ruinen zu sehen, einige Schutthalden, verfallene Pfade und rostendes Metall. Die Landschaft verschluckt die Vergangenheit, auf deren Spuren uns der Informant mit großer Gewissenhaftigkeit hinweist. Uhin, Sitawin, Esjif, that it, Esjif, Thinzer, Im Zorn, Akmum. En esta parte de la ciudad hay también armas, hay baterías antiaéreas, hay también supuestos y falsos misiles para confundir a los atacantes y a los lanzabombarderos y a los misiles inteligentes y a las bombas inteligentes norteamericanas. Va a ser una batalla, según anuncia el régimen iraquí, casa por casa y calle por calle. Ellos amenazan cada vez más con un holocausto, con convertir Irak en un cementerio para los soldados norteamericanos y todos los hombres del régimen, empezando por el reaparecido Tarek Aziz, uno de los hombres más carismáticos del régimen de Saddam Hussein. Dicen que Saddam es Irak, que Irak es Saddam y que este no tiene ninguna intención de marcharse al exilio. El rumor, Ángela, sobre la huida de Tarek Aziz, ya hemos visto que ha sido desmentido por él mismo esta tarde, pero ¿qué se sabe de Saddam Hussein, a quien hoy se han vuelto a reiterar, esta vez desde Bahrein, ofertas de un exilio seguro? El mismo
mismo ha dicho que ha nacido en Irak y que va a morir también aquí, en Irak. Ha rechazado, por tanto, todas estas peticiones a menos de 5 horas de que se cumpla ese ultimátum norteamericano para invadir el país y para declararles la guerra. Kurz was im Laden. Dann ist das toll. Wo hast du schon mal war dur wowa? Na, stire, все, amma. Nach unserem recht anregenden Aufenthalt in der ländlichen Einschicht kehren wir in die Stadt zurück. Vor wenigen Stunden haben die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien lange angekündigte militärische Schritte gegen den Irak gesetzt. Ein Ereignis, an welchem die Bevölkerung, wie wir bemerken, regen Anteil nimmt. Angesichts der öffentlichen Erregung rät man uns sogar davon ab, benachbarte Gegenden zu besuchen, die aufgrund der ökonomischen Misere mittlerweile zu Hochburgen des islamischen Fundamentalismus geworden sind. Indes liegen diese Gebiete ohnehin nicht auf unserer Reiseroute. Vielmehr wenden wir uns nun einem verbleibenden Untersuchungsschwerpunkt zu, den in der Region anzutreffenden touristischen Oberflächenstrukturen. Der Fremdenverkehr ist die große Hoffnung der Region. Seine Anfänge liegen in den 60er Jahren, als Al-Hoseima zum Geheimtipp für Hippies und Haschischraucher wurde. Später gewann das Gebiet rasch für ein breiteres Kundenspektrum an Attraktivität. Und in den 70er und 80er Jahren setzte der Pauschaltourismus ein. Das touristische Zentrum der Stadt entstand in der Felsenbucht Al-Hoseimas, genannt Kemado. Moderne Ferienanlagen und Bungalows blinken einem hier in freundlichem Weiß entgegen. Wie wir aber erfahren, steht die Anlage leer. Seit Jahren bleiben die Gäste aus. Der Ferienkomplex ist versiegelt. In den Nachtstunden ist lediglich eine Bar in Betrieb, wo man Alkohol konsumieren und Prostituierte antreffen kann.
Der Eindruck von Stillstand bestätigt sich auch in der Folge, als wir an der Küste wiederholt den Verfall touristischer Einrichtungen feststellen. Er bestätigt sich ferner bei einem Besuch in einem der größten Tourismuskomplexe der Gegend, dem nur wenige Kilometer von der Stadt gelegenen Club Mediterranee. Von dessen exquisiter Anlage aus genießt man übrigens einen spektakulären Blick auf das inselliche Peñón de Alhucemas, einer kleinen historischen Rarität. Im 17. Jahrhundert von Spanien in Besitz genommen, gehört sie und zwei nahegelegene Felsen noch heute zu spanischem Territorium. Die Dinge hier liegen also ganz ähnlich wie bei der sogenannten Petersilinsel. Der Name dieses zuvor völlig unbekannten Felsens vor der marokkanischen Küste hatte im Juli 2002 mit einem Schlag weltweite Berühmtheit erlangt. Ganz überraschend war das unbewohnte Eiland von marokkanischen Gendarmen besetzt worden. Schwere diplomatische Verstimmungen zwischen Madrid und Rabat waren die Folge. Schließlich arretierte eine spanische Kommandoeinheit die Handvoll Operetteninvasoren und entfernte sie von dem Inselchen. Folge der etwas skurrilen Episode und des Rätselratens um deren bis heute nicht ganz geklärten Hintergründe war auch, dass die verstrickte Problematik dieser sogenannten offenen Südflanke der Europäischen Union erstmals in das kognitive Blickfeld einer breiteren europäischen Öffentlichkeit geriet. Freundlicherweise gewährt man uns Einlass in das Gelände des Club Mediterranee mit seinen wohlgeordneten Pavillons, Bassins, Bungalows und Sportanlagen ein weiteres Stück Europa, welches sich angenehm von der etwas vernachlässigten Umgebung abhebt. Wo finden wir dieses menschenleer vor? Das sollte außerhalb der Touristensaison zwar nicht weiter verwundern, doch erfahren wir, dass die Touristen in den letzten Jahren ausgeblieben sind. Mittlerweile, so hört man, denkt man über die Rentabilität des Standorts nach. Vorerst zur Renovierung, so wird behauptet, wurde der Komplex geschlossen. Sämtliche Fenster und Eingänge in den Gebäuden wurden kurzerhand zugemauert, um das Eindringen Clubfremder zu verhindern. Wenngleich es nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Sondierungsgruppe fällt, den konzeptionellen Aufbau künftiger Sondierungen vorwegzunehmen, sei doch eine abschließende, methodische Bemerkung gestattet. Kurz gesagt, wollen wir vorschlagen, hinkünftig den interdisziplinären, versuchsweise durch einen transdisziplinären Forschungsansatz zu ergänzen. Eine so herbeigeführte Erweiterung und Entfaltung des Methodenrepertoires würde insbesondere dem zwischenräumlichen Charakter
europäischer Grenzbereiche sowie den zahllosen unausgeschöpften Möglichkeiten von Vergangenheit gerecht werden, auch und vor allem jener Vergangenheit, die gewissermaßen als lebendes Fossil in unsere Tage hineinreicht, die aber, wie man mittlerweile weiß, keineswegs nur Hindernis im internationalen Innovationswettlauf ist, in welchem sich Europa gegenwärtig zu bewähren hat. Im Folgenden einige Hinweise dazu. Sie beziehen sich auf die Meerenge von Gibraltar, genauer auf den diese querende Verbindungsweg zwischen dem marokkanischen Tanger und dem spanischen Algeciras. Die Schiffspassage von der einen zur anderen Küstenstadt nimmt etwa 3 Stunden in Anspruch. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون